Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es wird in diesen Tagen viel von Gerechtigkeit geredet. Ich denke, jeder von uns im Hohen Haus strebt nach Gerechtigkeit. Das ist nichts für Einzelne und auch nicht gepachtet. Mit der Gerechtigkeit ist es aber so eine Sache. Jeder weiß, was für ihn selbst gerecht ist. Aber der Nächste kann etwas völlig anderes darunter verstehen. Klar ist, wenn Gerechtigkeit mehr als eine leere Worthülse sein soll, dann muss sie sich mit den Tatsachen auseinandersetzen. Meine Damen und Herren, heute wird so getan, als würden Selbstständige in der GKV geschröpft. Dann müssen wir uns natürlich fragen, was vergleichen wir denn? Ein Arbeitnehmer bezahlt von seinem Bruttoeinkommen 7,3% Krankenversicherungsbeitrag plus Zusatzbeitrag. Dazu kommt 7,3% Arbeitgeberbeitrag. Bei den Selbstständigen gibt es weder ein Bruttoeinkommen noch einen Arbeitgeberbeitrag. Stattdessen wird das steuerlich relevante Netto nach Abzug der Betriebsausgaben herangezogen. Und das ist genauso kompliziert, wie es klingt. Insbesondere kann der Gewinn in gewissen Grenzen gesteuert werden. Netto kann man nicht mit Brutto vergleichen. Und deshalb ist es richtig und gerecht, wenn die GKV von einer typisierten Einkommensentwicklung ausgeht. Der Selbstständige kann wiederum nachweisen, dass er weniger verdient und bezahlt dann auch abgesenkte Beiträge. Und wenn man wie Sie Äpfel mit Birnen vergleicht, dann ist diese Logik auch sachgerecht. Denn was Sie bei Ihrem Obstsalat ausblenden, ist die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts. Danach müssen die Beiträge der freiwilligen Versicherten im Durchschnitt die Kosten decken. Und davon sind Ihre Anträge weit entfernt, und das wissen Sie auch. Statt uns mit Schaufensteranträgen zu befassen, haben wir deshalb konkrete Verbesserungen für die freiwillig Versicherten verabschiedet. So werden pro Kind künftig 3 Jahre auf die Vorversicherungszeit in der GKV angerechnet. Und damit zahlen viele Rentnerinnen und Rentner nur noch den günstigeren Beitrag in die Krankenversicherung der Rentner. Ebenso haben wir Waisen Rentner bis zum 25. Lebensjahr von den Krankenversicherungsbeiträgen befreit. Beides war wichtig und richtig, meine Damen und Herren. Natürlich beziehen nicht alle Selbstständige Spitzeneinkommen. Und das gilt besonders in der Gründungsphase eines Unternehmens. Deshalb gibt es hierfür völlig zu Recht die Unterstützung. Anderes Thema ist aber, wenn Menschen dauerhaft nicht von ihrer Arbeit leben können. Sei es nun aufgrund von Scheinselbstständigkeit oder weil sie sich in ihrer Selbstständigkeit finanziell unterhoben haben und es sich nicht lohnt, so berechtigt und wichtig diese Probleme sind, es sind Fragen des Arbeits- und Sozialrechts, nicht der Gesundheitspolitik. Schon gar nicht ist es eine alleinige Aufgabe der gesetzlich Versicherten, meine Damen und Herren. Ebenso wenig ist es übrigens eine Aufgabe der GKV, Doktorarbeiten oder Langzeitstudierende zu finanzieren. Wer ohne besondere Gründe nach 14 Fachsemestern keinen Abschluss erreicht, braucht vielleicht auch von außen einen Anreiz. Meine Damen und Herren, wenn wir darüber sprechen, die Beitragslast für freiwillig Versicherte neu zu regeln, sollten wir auch an die Gerechtigkeit der Solidargemeinschaft denken. Natürlich werden wir uns die Beitragsbemessung für die Selbstständigen genau ansehen. Wir sollten es aber nicht isoliert tun, sondern im Kontext der Beitragsstrukturen insgesamt.
Es ist niemand geholfen, wenn vermeintliche Lösungen für eine Fragestellung an anderer Stelle neue Fragen aufwerfen oder gar Ungerechtigkeiten auftreten. Und deshalb kommt Ihr Antrag in keinster Weise diesem nach. Und deshalb werden wir ihn auch heute ablehnen. Ich danke Ihnen. Bevor wir in der Debatte fortfahren, gebe ich Ihnen das Ergebnis der Namen.